RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Hey Mord, was geht denn? Hey Lenny, ey, dich trifft man ja auch überall. Wisst ihr noch, letztens bei Osman in der Dönerbude? Ist ja logisch, Donos. Du hast mich doch zum Essen eingeladen. Aber mal was anderes, Mann. Du bist ja wie eine Mutter, so Werner, wie so eine Amme. Ah, nee, mehr wie eine Mutter. Nur halt ohne Brüste. Mann, wie kommt das denn? Ich weiß halt den Wert der alten Leute zu schätzen. Ich bin sozusagen um ihr Wohl bemüht. Und das alles nur für 1 Euro die Stunde? Hey, Mord, du bist echt voll sozial geworden. Und wohin willst du denn jetzt mit Werner gehen? Zur zweiten ärztlichen Untersuchung. Der Arzt checkt diesmal seine Lungen, seine Leber, seine Nieren und sowas eben. Besser bekannt unter dem Namen Organuntersuchung. Meinst du, dass die da überhaupt Werners Leber finden? Ach, da sehe ich absoluten Schwarz, ey. Das kannst du vergessen, ey. Die Leber ist sowas von im Eimer. Da bekommst du, glaube ich, nicht mal mehr einen guten Preis dafür. Hä? Mord, wie meinst du das denn? Nicht so laut, Lenny. Ey, der Werner, der ist noch nicht ganz so taub, wie du denkst. Und außerdem bringen 2 Paar Ohren gut 30.000 Euro und also nicht so laut. Sind wir hier beim Bäcker oder was? Ich meine, Schweinsohren kannst du dort auch kaufen. Aber mal Spaß ohne. Ohne Spaß. Willst du echt Werners Organe verticken? Mord, wie bist du denn drauf? Ich hab's aus einer Internetseite. Da standen die Preise für Organe. Ey, da wirst du total stinkreich. Und außerdem will ich ja nicht die wichtigen Organe spenden, sondern nur die, wo er doppelt hat. Also die Ohren, Arme, Beine, Augen, Nieren und sowas halt. Mord, du bist doch nicht mehr ganz sauber. Hey, oh Mann, nur weil dir Werner die Vollmachten gegeben hat und du sein Pfleger bist, kannst du dem doch nicht zur Organspende bringen, Mann. Übrigens eine andere Frage, was bringt denn so eine Niere? Eine Niere, da bekommst du 15.000 Euro. Und wenn du noch ein bisschen nochmal rausrückst, bekommst du gut 50.000 Euro. Eigentlich habe ich da auch noch eine Niere, die ein bisschen rumspinnt und die könnte ich doch eigentlich auch mal so, nee. Lass mal Mord, Mann, du hast ja überhaupt kein Gewissen. Toll, Lenny, ey, ganz toll. Nun hast du Werner nervös gemacht. Mann, ich sagte doch, du solltest nicht so laut reden. Nee, Wernerchen, ist alles okay und nun dreh dich wieder um und lauf schnell über die Straße, ey. Mensch, hab ich dir nichts beigebracht. Du sollst nicht auf der Straße stehen bleiben. Ach du Scheiße, Mord, nun hat's Wernerchen ermittelt. Ich hab noch nie jemanden so durch die Luft fliegen lassen. Mann, und der Autofahrer. Ist ja eine Sie, Mann. Die kann ja kaum übers Lenkrad gucken. Nee, oder? Oder? Sehe ich richtig? Mord, kneif mich. Das ist doch Jenny. Sieg auch selber, Lenny. Ey, schon alleine, weil sie wieder mit Karos Auto unterwegs ist. Mann, die kleine 17 und klaut schon die Autos von Mama. Ja, aber mit 17 darf die doch noch gar nicht fahren, Mann. Die hat doch noch gar keinen Führerschein. Das hat Jenny mit 12 auch nicht gestört, ey. Und doch, sie hat einen Führerschein. Einen, wo man mit 17 in Begleitung von Erwachsenen, die einen Führerschein besitzen, fahren darf. Ja, aber Moha, denk doch mal. Siehst du Caro hier irgendwo? Siehst du die Gummipuppe auf dem Beifahrersitz? Das ist der Erziehungsberechtigte. Und naja, noch ein 50er dazu und alle Polizisten sehen da tatsächlich einen Erziehungsberechtigten. Langsam, Moha, langsam. Mach mir deine Kleine voll Angst. Die wird ja immer dreister. Na klasse, ey. Da hast du ja deinem Vater mal wieder ein Geschäft versaut, Jenny. Ganz großes Kino. Da hast du recht. Der Werner sollte nicht einfach so auf der Straße rumrennen und stehen bleiben. Aber du, ey, Jenny, das waren 30.000 Euro. Ach, hier hast du 10 Euro. Und, ey, du, Jenny, kannst du nochmal einen Rückwärtsgang einlegen und nochmal über Werner fahren? Mord, das kannst du nicht machen, Mann. Alter, ich meine, nur weil er keine 30.000 Euro mehr bringt, scheint er trotzdem noch ganz okay zu sein. Für seine Niere bekommst du sicher noch 2.000 Euro, oder nicht? Ach, Lenny, hab dich nicht so, ey. Ich hab den gut krankenversichert. Wir bekommen 50.000 Euro, wenn die ganze Sache hier als Unfall durchgeht. Ey, da bekommen wir übelst viel Krankengeld. Also mach, was du willst, Mord. Aber von mir wirst du, mein Bester, niemals auch nur eine einzige Vollmacht bekommen. Mann. Ich brauch erstmal was zu trinken. Ich auch. Ich bekomme sonst noch ein schlechtes Gewissen. Na Lego, Jenny, ey, hau rein. Und nicht vergessen, ey, 18 Uhr ist Zapfenstreich. Du musst dann wieder morgen in die Schule, das willst du. Ganz genau.